Willkommen in Potters Bluff. So, herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf Potters Bluff Reviews. Heute möchte ich mit euch über ein Thema reden, das mir sehr am Herzen liegt. Und zwar geht es um 10 Gründe, die Oscars zu hassen. Gleich vorweg, ich möchte jetzt nicht Hasstiraden auf die Oscarverleihung machen, aber ich möchte doch auf ein paar Ungereimtheiten, ein paar Sachen hinweisen, die ich unstimmig finde und Gründe, warum das teilweise unfair ist, wie das gemacht wird, wie die Filme ausgewählt werden und warum manche Sachen übergangen werden. Und weil das aktuell im Anlass, die Nominierungen wurden ja gerade bekannt gegeben und ich war damit teilweise sehr unzufrieden. Zum Beispiel bekam Interstellar keine, sag ich mal, von den großen Nominierungen, kein bester Film, keine Regie, kein McConaughey als bester Darsteller. Nightcrawler ging absolut unverdientermaßen. Also Nightcrawler hätte mindestens bester Darsteller Jack Gyllenhaal werden sollen. Und ja, auch viele andere Sachen wurden übergangen. Es gab auch ein paar schöne Nominierungen, zum Beispiel auch Filme, die ich persönlich toll finde, wie Wes Andersons Grand Budapest Hotel, das ich auf Platz 1 meiner Liste gewählt habe und da jetzt auch für den Oscar nominiert ist als bester Film. Auch Birdman und solche Sachen sind grandios. Aber ich möchte ja sagen, wie gesagt, es werden die Filme, die da nominiert werden, haben das ja nicht unverdient. Aber ich möchte trotzdem darauf hinweisen, dass es nicht bei weit nicht alles sind, die man berücksichtigt hätte sollen. Und möchte ich jetzt auch gleich anfangen. Und zwar, wie gesagt, nochmal kurz, ich gönne das auch jedem, der das kriegt. Ich schaue es auch jedes Jahr. Ich schaue das mir auch an. Ich bin ein Oscar-Fan, aber es gibt halt so Sachen, die man mit den Jahren mitkriegt, wo man denkt, jedes Mal das Gleiche. Und darauf möchte ich jetzt eingehen. Fangen wir gleich mal an mit meinem Punkt 1, das Auswahlverfahren. Um das Auswahlverfahren zu verstehen, muss man halt wissen, wer die Oscars verleiht. Und das ist die Academy of Motion Pictures of Arts and Science. Das ist so eine Art, Gewerkschaft-Club von Filmschaffenden, die halt die da Mitglieder werden können. Da gibt es bestimmte Aufnahmeverfahren, ich weiß nicht genau, wie das funktioniert, aber zum Beispiel, die Filme müssen halt innerhalb eines Jahres 7 Tage in L.A. gelaufen sein, man muss halt dafür bezahlt haben, es dürfen keine kostenlosen Veranstaltungen gewesen sein und sie müssen mindestens 40 Minuten sein für diesen Langfilmwettbewerb, es gibt noch gesonderte Regelungen für Kurzfilme und Animations- und Dokumentationsfilme, aber es geht jetzt um die Filme an sich, also die Spielfilme. Die Academy hat zurzeit 5783 Mitglieder. Das ist unterteilt praktisch in verschiedene Arbeitsbereiche von Filmern. Zum Beispiel Regisseure, Kameramänner, Schauspieler, Visual Effects Typen halt oder Komponisten und so weiter. Die dürfen dann jeweils 10 Filme nominieren, die diese Kriterien erfüllen. Und jeder kann da auf des Weiteren 5 Filme vorschlagen aus seiner Gruppe. Also Regisseure dürfen Regisseure vorschlagen, Schauspielerinnen und so weiter, Schauspieler, Kameramänner und so weiter, dass diese, wo sie ihr Fach verstehen, auch Leute vorschlagen, die das gut finden. Klingt ja erstmal ganz gut. Aber das Problem daran ist, es gibt natürlich Freundschaften, Arbeitsbeziehungen, die schon über Jahre hinweg gehen. Und deswegen werden bestimmte Leute immer wieder und wieder nominiert. Das kommt auch bald in meinem Punkt 2 zum Ausdruck. Und zwar, es ist so eine Art Vetternwirtschaft in Anführungsstrichen, denn es gibt da übliche Verdächtige, die immer wieder nominiert werden und Leute, die, mit der Academy aufs Kriegsfuß stehen oder davon nichts halten, die werden dann auch wahrscheinlich nicht großartig berücksichtigt. Zum Beispiel wurde Joaquin Phoenix fast immer für einen nominiert, auch sehr verdient. Aber dieser zum Beispiel nicht. Vielleicht liegt es auch daran, dass er gesagt hat, dass Preisverleihung der größte Bullshit sind, die es gibt. Aber das hat nichts damit zu tun, denn seine Leistung in Inherent Vice ist sicherlich Oscar-verdächtig. Und naja, immer weiter. Punkt Nummer 2 ist Meryl Streep. Ich möchte jetzt Meryl Streep nicht schlecht machen. Meryl Streep ist eine super Schauspielerin. Aber diese Frau wurde schon so oft nominiert. Das kann einfach nicht sein. Zum Beispiel dieses Jahr ist die ungerechtfertigste Nominierung von Meryl Streep aller Zeiten. Into the Woods, dafür kriegt die eine Oscar-Nominierung als beste Darstellerin. Das ist, oder Nebendarstellerin, ich weiß es gar nicht, egal. Auf jeden Fall, das ist ein Disney-Film, das ist sowas wie Maleficent, das ist nichts, wenn ich Filmkunst und so, das ist ein schönes, kleines Disney-Märchen und so weiter, bla bla bla. Aber das ist doch keine beste Oscar-Nominierung, genauso wie Bradley Cooper für American Sniper. Ich habe den Film leider noch nicht gesehen, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass Bradley Cooper so eine Leistung da abliefert. Also ich möchte jetzt, zwar vielleicht ein bisschen schlecht, weil ich den Film nicht gesehen habe, aber ich kann es mir einfach nicht vorstellen. Nummer 3 ist diese Geldmaschinerie dahinter und die Fleischbeschau, wie es George C. Scott schön erwähnt hatte. Der Schauspieler wurde nämlich in den 70er Jahren für Patton nominiert und hat auch gewonnen und hat seinen Oscar zurückgegeben, weil er gesagt hat, der Oscarverleihung ist nur noch ein, keine Ahnung, eine,
Lobhudelei und eine Fleischbeschau und so weiter. Und ja, man kann sie auch so argumentieren, die Academy klopft sich eigentlich nur selber auf den Rücken und sagt, wir haben es dieses Jahr wirklich sehr gut gemacht. Denn, wie gesagt, muss ich nochmal sagen, die Academy, das sind Filmschaffende. Es ist nicht so, dass Zuschauer da irgendwie Einfluss hätten auf die Wahl. Und deswegen ist das auch sowas. Und mit Geld meine ich damit, es werden spezielle Filme auserwählt von den Filmfirmen, die dann Oscar-Material sind, sage ich mal, Filme, die dann, das gehe ich wieder drauf ein, zum Beispiel Rassismus behandeln oder sowas, bla bla bla, gesellschaftlich relevante Themen. Die werden dann auch rechtzeitig zur Oscar-Saison rausgehauen, das heißt meistens November, Dezember, Januar, Februar, also direkt vor den Verleihungen. Die bekommen Oscar-Kampagnen von den Studios, also man muss sich dafür bewerben, das ist wie eine richtige Maschinerie, man muss aktiv Werbung dafür machen, ich möchte einen Oscar haben. Sozusagen, die Filmstudios stecken da Hunderttausende in Oscar-Kampagnen allein. Das muss man sich mal überlegen. Also es ist nicht so, dass wir irgendwie sagen, ja, der ist gut. Nee, teilweise gibt es da bestimmt auch Beeinflussung, möchte ich gar nicht ausschließen. Und so weiter. Naja, und Fleischbeschau ist halt, ja, guckt, wer ich bin, ich bin's dieses Jahr, ich bin wieder nominiert worden, schaut mich an, lalala. So. Viertens, kritische Aussagen, gerade zu weltpolitischen Themen und so, werden meistens abgebrochen oder was weiß ich. Zum Beispiel, wie George C. Scott schon erwähnt, der hat den Oscar abgelehnt. Marlon Brando hat damals eine Indianerin vorgeschickt, um seinen Preis anzunehmen. Die hat auf die Missstände der also der Indianer, der Native Americans eigentlich hingewiesen, und es wurde auch kritisch beäugelt. Dann wurde zum Beispiel Michael Moores Rede abgeblendet und ausgeblendet in den USA. In Deutschland, glaube ich, wurde das nicht gemacht. Da hat er damals gegen Bush gewettert, als er für Bowling for Columbine gewonnen hat. Bester Dokumentarfilm. Und ja, auch weitere Sachen. Es gibt jetzt Verzögerungen, es darf nichts Peinliches sein. Ich glaube, Eminem hat mal ein Lied abgesagt, weil er sollte die Radioversion singen, also ohne Fuck und so weiter. Also ein familienfreundliches Programm sein soll. Es gibt Verzögerungen, es gab mal einmal wurde ein Award übergeben von Josh Brolin und Javier Bardem von No Country for Old Men, die zwei. Und die haben sich auf der Bühne geküsst aus Spaß. Also es war ja auch so, auch im Anlehnen so, da waren damals Leute diese Proteste mit Pussy Riot und so. Und da hat man in den USA das ausgeblendet. Man kann ja nicht zeigen, wie zwei Männer sich küssen. Nee, aber man nominiert Filme wie Brokeback Mountain und vertritt dann nicht das, was die Filme aussagen. Das ist totale Heuchelei in meinen Augen. Und ja, dafür konnten die Artisten nichts, also die Schauspieler und so weiter, weil die können, das ist ja nicht, wird nicht gemacht. Aber das ist, für mich ist das ein bisschen Heuchelei. Das kommt auch noch in einen späteren Punkt zu reden. Dann Nummer 5, einer meiner beweiskräftigsten Punkte, möchte ich mal sagen. Leute, die den Oscar nicht gewonnen haben. Ich gehe jetzt auf ein paar Regisseure ein, die den Oscar nicht gewonnen haben. Ich nenne die nur, und dann muss man sich mal fragen, hä? Stanley Kubrick hat keinen Oscar erhalten. Er war mehrmals nominiert und hat keinen Oscar erhalten. 2001 hat keinen Oscar bekommen, das muss man sich mal überlegen. keine Ahnung. The Shining hat keinen Oscar bekommen. Gehe ich auch später nochmal auf einen extra Punkt deswegen ein. Sam Peckinpah hat keinen Oscar bekommen. Alfred Hitchcock hat keinen Oscar bekommen. Nur, ich glaube, mal einen Ehren-Oscar und eine Nominierung und so weiter. Akira Kurosawa hat keinen Oscar bekommen. Der ist auch mit was verbunden, was ich später noch erwähnen werde. Charlie Chaplin hat keinen Oscar bekommen. Und die Liste könnte man so weiterführen. Ridley Scott, Arthur Penn, Stanley Kramer, keinen Oscar bekommen. Warum? Das sind die größten Filmemacher aller Zeiten, sage ich mal mit. Und die kriegen keinen Oscar. Ja, daran schließt sich auch mal ein Zitat von Steven Spielberg an, der gesagt hat, die einzige Liste, die noch beeindruckender ist als die Oscar-Gewinner, ist die Liste mit den Leuten, die den Oscar nicht gewonnen haben. Und ja, also wie gesagt, diese Liste könnte ich endlos weiterführen. Da könnt ihr auch im Internet nachgucken, wer alles keinen Oscar gewonnen hat. Nummer 6, ein Punkt, der mir persönlich sehr am Herzen liegt. Horrorfilme werden kategorisch übergangen, ebenso Komödien. Das muss man so sehen. Nennt mir einen Horrorfilm, der einen Oscar gewonnen hat. Gibt's keinen. Es gibt einen. Der ist aber an der Grenze. Da sagen wir mal, es ist Schweigen der Lämmer. Ist für mich ein Horrorfilm, aber viele tun ihn als reinen Psychofilm ab, aber für mich hat er so viele Horrorelemente, das ist ganz klar ein Horrorfilm mit Psychofilm gemischt, sag ich mal. Ist eine der großen Ausnahmen. Der Exorzist wurde nominiert, hat ihn nicht gewonnen, unverdienterweise. Ich glaube, das Omen war nominiert, bin ich mir jetzt auch nicht sicher. Das sind aber schon sehr lange her, nicht wahr? Sixth Sense war nominiert und da hat man die größte Frechheit gemacht. Für mich ist das ein Horrorfilm, das ist ein Horrorfilm. Also es ist auch noch vieles anderes als sowas, es ist ein Horrorfilm. Man hat nicht gesagt, es wäre ein Thriller, es ist auch kein Horrorfilm, es ist ein übernatürlicher Thriller. Supernatural Thriller, das ist der größte Bullshit, den ich hier gehört habe. Ebenso Komödien werden ständig übergangen, weil anscheinend Komödien es nicht wert sind, einen Preis zu kriegen, was weiß ich. Ich kann mich nicht daran erinnern, dass eine
das großartige Komödien nominiert waren. Ich weiß nicht, ob der Big Lebowski nominiert war, ist ja egal. Mit ganzen Nominierungen gehe ich mir nicht komplett aus. Also ich habe jetzt nicht ein Archivwissen drüber, was alles nominiert wurde. Das finde ich auch uninteressant. Also wie gesagt, Komödien werden ebenso übergangen, weil das anscheinend das mindere Genre sind, Horror und Komödie anscheinend. Das ist zu seicht wahrscheinlich für die Academy, was weiß ich. Nummer 7, der Auslands-Oscar. Das finde ich auch so ein bisschen eine Frechheit, weil eigentlich muss man sagen, der Oscar ist eine rein amerikanische Veranstaltung. Es gibt einen Auslands-Oscar, da werden meistens nur 5 oder so Filme nominiert. Weil jetzt die Regeln ein bisschen abgewandelt. Aber man muss überlegen, alle sämtliche Filmergebnisse von der ganzen Welt, außer den USA, werden für die Auslands-Oscar nominiert. Das heißt, keine Ahnung, 50 filmschaffende Länder oder sowas kriegen 5 und kommen in Nominierung. Und da muss ein Land das persönlich auswählen. Das ist auch so ein Ding. Du musst den Film ins Rennen schicken, wo das Land denkt, oh, der könnte gewinnen. Das heißt, es fallen viele extremere Werke wieder raus, denke ich mal. Und so weiter. Es gibt natürlich auch ein paar Ausnahmen. Dann Nummer 8. Das ist ein Kritikpunkt von mir, das nenne ich Weltfremdheit. Das sind zu gewissen Jahren, wo besonders viel los war in der Welt, fand ich, hat man bewiesen mit den Gewinnern, wie weltfremd diese Organisation eigentlich ist. Oder sag ich mal, wie blind die ist für die richtige, also großartige Kunstwerke neben den anderen. Ich möchte nur mal ein Beispiel sagen, ich habe dir jetzt hier alle im Kopf, deswegen suche ich mal hier. Zum Beispiel 2012 hat Argo gewonnen. Argo war ein guter Film, sicherlich, stimme ich zu. Aber der hat gewonnen gegen Lincoln, gegen Life of Pi, gegen Django Unchained und Beast of the Southern Wild und Liebe. Das muss man sich mal überlegen. Fand ich, ist das eindeutig der schlechtere Film. Dann 2010 war für mich die Krönung. The King's Speech gewinnt den Oscar für besten Film. Er hat Konkurrenten gehabt. 127 Stunden, Black Swan, The Fighter, Inception, True Grit und Winter's Bone. Und na gut, Toy Story 3, das wollen wir nicht zählen. Weiter geht's. 2005 L.A. Crash, der größte pseudomoralische Drecksfilm, wo sagen wir, guck mal, das, genau das ist in der Gesellschaft falsch, so ein Zeigefingerfilm, der überhaupt nicht ehrlich gemeint war, gewinnt gegen Brokeback Mountain, Good Night and Good Luck und München. Fand ich auch. Chicago gewinnt gegen Der Pianist. Was? Das war 2002. Ja, und so könnte man immer weitermachen. Der englische Patient gewinnt gegen Fargo. Das ist alles so eine Sache. Oder halt, was oft auch diskutiert wurde, 1994, Forrest Gump gewinnt gegen Pulp Fiction. Hier sieht man auch wieder die Einstellung der Academy sehr deutlich. Denn das ist ein Film, der für alle spricht, der einen wohl ums Herz werden lässt und so. Und dagegen kann man natürlich Pulp Fiction nicht von einem absoluten Newcomer gewinnen lassen, der aber komplett das Drehbuchschreiben auf den Kopf gestellt hat und Filme praktisch für immer verändert hat in der Art, wie sie klingen. Naja, geil. Daraus schließt sich auch mein Punkt Nummer 9 an, und zwar ist das diese Scheinheiligkeit und die Ablehnung des Amoralischen, nenne ich das. Zum Beispiel wurde letztes Jahr nominiert Wolf of Wall Street. Aber ich wusste von vornherein, dass der nicht gewinnt. Denn noch nie hat ein Oscar gewonnen, glaube ich, wo er so ein amoralischer Held war. Genauso wie dieses Jahr, diesen Ausschluss von Nightcrawler. Das ist genau darauf zurückzuführen. Das ist ein amoralischer Charakter, der wird nicht nominiert. Es gab mal eine gute Ausnahme, There Will Be Blood, aber da war ihr guter Freund Daniel Day-Lewis dabei, den muss man natürlich nominieren. Drive, genauso wie Drive keinen Oscar bekommen hat. Drive hätte auch verdient, für mich bester Film, bester Schauspieler und so weiter. Und das sind einfach nur übergangen worden. Und diese Scheinheiligkeit, wie ich vorhin schon erwähnt habe, es werden Filme nominiert wie Brokeback Mountain, dann wird aber öffentlich wird das nicht gezeigt, wenn sich zwei Männer küssen. Es werden halt Sachen propagiert, die nicht so getan werden. Es wird Patriotismus hochleben lassen und kritischere Filme, die werden erst gar nicht erwähnt oder sowas. Das ist, es gibt immer Ausnahmen, ja, aber trotzdem in den letzten Jahren ist es schon aufgefallen, dass es sehr politisch korrekt sein muss bei den Oscars. Und wie gesagt, es muss immer, wenn so ein Film rauskommt wie 12 Years a Slave, ist es meistens sicher, dass der gewinnt. Warum? Es geht um Rassismus, ein wichtiges Thema, ich kann es nicht mehr hören. Deswegen ist es nicht der beste Film, es ist ein sehr, sehr guter Film, ja, aber es muss ja nicht unbedingt dann der beste sein. Und naja, das geht dann wieder auf diese Kampagnen zurück, die ich gesagt habe. Und ja, ihr müsst ja diesen Film wählen. Was seid denn ihr dann für Leute, wenn ihr das nicht wählt und so weiter. Und ja, und damit möchte ich zum Abschluss noch auf Punkt 10 kommen. Da werde ich nicht so viel dazu sagen. Ich werde jetzt einfach nur ein paar Bilder zeigen von Filmen und Leuten, die den Oscar nicht gewonnen haben. So als Outro, sage ich mal. Und ich würde mich sehr gern freuen über eure Meinung. Wie ihr das sagt, denke ich, laber total Bullshit. Das ist alles gerecht. Das sind die besten Filme, die es überhaupt gab oder so. Keine Ahnung. Sagt mir das ruhig. Ich würde es mir gern wissen. Also ich schaue Oscars auch. Wie gesagt, ich bin ein Fan. Aber
ich kann mit einem nicht konform gehen. Das mit den Horrorfilmen, mit den Auslands-Oscars, das liegt mir schon schwer und diese Scheinheiligkeit liegt mir schon sehr quer im Magen. Und ja, würde mich gerne mal eure Ideen dazu oder Gedanken dazu interessieren, da jetzt auch die Oscar-Verleihung bevorsteht. Und ich hoffe natürlich auf Michael Keaton als bester Hauptdarsteller. Das ist mein Steckenpferd. Und Grand Budapest für bester Film. Und ja, genau. Das war's dann. Und Entschuldigung, dass ich nicht alle Nominierten wusste aus dem Kopf. Und es ging mir jetzt auch um die großen Kategorien, nicht diese kleineren Sachen hier, was ich, Effekte, Tonmischung und so ein Zeug. Alles klar. Bis dann. Schaut mal meinen Kanal vorbei, abonniert mich und macht's gut.